Narzissten benutzen viele unterschiedliche Manipulationstechniken, um ihr Umfeld zum Gehorsam zu zwingen. Eins dieser Manipulationstechniken ist die Triangulation. Das Wort Triangulation ist eine Zusammensetzung der beiden lateinischen Worte Tri und Angulus, auf Deutsch Drei und Winkel. Triangulation ist also das Einbeziehen einer dritten Person oder einer dritten Partei in eine Situation. Das an sich muss jetzt erstmal nichts Negatives sein. Wenn man aber das Miteinbeziehen einer dritten Person in eine Situation auf eine bestimmte Art und Weise umsetzt, wird es zu einer unglaublich effektiven Manipulationstechnik, die sehr schwer zu erkennen ist. Insgesamt ist der psychische Missbrauch von Narzissten sehr subtil, sodass man sie nie konkret darauf ansprechen kann. Und auch wenn man es tut, werden sie immer eine Ausrede oder eine Lüge parat haben, um sich geschickt herauswinden zu können. Nichtsdestotrotz werden Narzissten sich Mühe geben, unglaublich hinterhältig und subtil vorzugehen, damit sie immer sagen können, das habe ich nie gesagt, das habe ich nie getan. Auch wenn sie etwas direkt gesagt haben, werden sie als Notlüge benutzen, das habe ich nie gesagt. Da kommt das Gaslighting ins Spiel. Es wird einem die eigene Wahrnehmung aberkannt. Es werden einem auch die eigenen Emotionen zum Beispiel aberkannt. Das alles gehört zu Gaslighting, was nochmal eine Manipulationstechnik für sich ist. Um einmal zu zeigen, wie geschickt, subtil Narzissten vorgehen und gleichzeitig unglaublich effektiv auf eine bösartige Weise effektiv vorgehen, möchte ich dir, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, die folgende Frage stellen. Wann hat ein Narzisst dich jemals direkt dazu gezwungen, etwas zu tun? Diese Frage ist zum einen sehr einfach zu beantworten. Ständig zwingt er mich dazu, bestimmte Sachen zu tun. Andererseits ist sie sehr schwierig zu beantworten, denn irgendwie hat man sich trotzdem selbst dazu entschieden. Der Grund, weshalb das so ist, ist, dass Narzissten ihr Umfeld dazu nötigen, bestimmte Sachen zu machen. Dann können sie nämlich immer sagen, du hast dich doch selbst dazu entschieden. Du hast dich dazu entschieden, nach München zu ziehen und nicht nach Dresden. Obwohl der Narzisst vorher dich nicht in Ruhe gelassen hat und immer weiter gesagt hat, es ist so viel besser in München. Du bist dumm, wenn du nach Dresden ziehst. Dann ziehst du nach München und es mag eine wunderschöne Stadt sein, aber vielleicht für dich einfach nicht das Passende. Du bist unglücklich und dann wird der Narzisst dir sagen, du bist so dumm. Warum hast du auf mich gehört? Das werden Narzissten zum Beispiel auch gerne sagen. Sie werden dir vermitteln, du musst auf mich hören, denk einfach nicht nach. Hör einfach auf mich, sie werden genervt reagieren, wenn du selbstständig denkst. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, München ist eine schöne Stadt, aber ich möchte einfach nach Dresden. München passt, glaube ich, nicht so zu mir. Er wird oder sie wird unglaublich genervt sein. Warum hörst du einfach nicht auf mich? Mach das einfach. Und dann ziehst du nach München, du bist unglaublich unglücklich und der Narzisst wird dir sagen, warum bist du eigentlich so dumm? Warum hörst du auf mich? Ich habe dir doch gesagt, ich bin manchmal ein bisschen zu übergriffig. Du musst lernen, Grenzen setzen zu können. Aber selbstverständlich wird er diese Grenzen nicht respektieren. Du kannst beim Narzissten einfach nicht gewinnen. Kommen wir zurück zum Thema Triangulation. Wie genau sieht jetzt denn die Triangulation aus? Die Triangulation allgemein kann man nochmal unterteilen in 6 unterschiedliche Unterarten. Damit kommen wir auch direkt zum ersten Punkt, nämlich es kommt zum ständigen Vergleich mit anderen Menschen. Diese anderen Menschen können auch deine Geschwister sein. Diese anderen Menschen können der Ex-Partner sein, die Ex-Partnerin sein. Die anderen Menschen können auch der gesamte Rest der Welt sein. Kommt dir das bekannt vor? Jeder weiß, dass du das nicht gut kannst. Wir alle wissen, dass du Schwierigkeiten hast beim Abnehmen. Zum Beispiel, Narzissten werden sehr gerne Punkte aufgreifen, die mit Scham verbunden sind. Du hast ihm oder ihr in Vertrauen etwas gesagt, ich habe Schwierigkeiten, was Abnehmen angeht. Und dann wird er irgendwann sagen, ja, wir wissen doch alle, du hast Schwierigkeiten, was Abnehmen angeht. Du musst dir einfach mehr Mühe geben. Narzissten möchten so dastehen, als ob sie unterstützen, aber sie unterstützen eigentlich nicht. Sie drehen die Situation so hin, sodass es so aussieht, als ob sie unterstützen, aber im Endeffekt tun sie genau das Gegenteil. Sie werden dich einschüchtern und sie werden dich verunsichern und sie werden immer wieder aufbringen, dass du dir ja mehr Mühe geben musst, was das Abnehmen angeht. Wenn du aber tatsächlich anfängst,
anfängst abzunehmen und dein Ziel anfängst zu erreichen, dann wird aus dem Nichts ein unglaublicher Streit oder ständig werden unglaubliche Streits aus dem Nichts erzeugt, denn der Narzisst möchte nicht, dass du erfolgreich bist in deinen Zielen. Er möchte dich in Anführungszeichen unterstützen, möchte aber nicht, dass du tatsächlich erfolgreich deine Ziele umsetzt, denn dann müsste der Narzisst ja selbst auch seine Ziele erfüllen, aber das möchte er nicht. Er möchte nicht, dass du erfolgreich bist in dem, was du machst, denn dann wird er mit sich selbst auseinandergesetzt, warum bin ich eigentlich nicht erfolgreicher in dem, was ich mache. Und Narzissten werden nicht an sich selbst arbeiten, sie wollen einfach nur ihr Umfeld zerstören, damit sie sich besser fühlen können in ihrem Ruin, in ihrem Trümmerfeld eines Lebens. Warum tun sie das jetzt genau? Wo genau liegt hier die Manipulation? Sie werden dich ständig vergleichen, damit sie dich zu der Person formen können, die du in ihren Augen sein solltest. Sie haben ein Bild von dir. Narzissten werden einen mentalen Schnappschuss machen, wenn sie jemanden kennenlernen. Ja, auch bei den eigenen Kindern. Wenn die Kinder sehr, sehr jung sind, machen sie einen Schnappschuss. Und das bist du dann für den Rest deines Lebens. Du bist die Person, die keine Rosinen mag. Obwohl man mit 3 Jahren vielleicht so war, aber mit 18 spielt das einfach keine Rolle mehr. Sie möchten die Weiterentwicklung der Persönlichkeiten der Menschen in ihrem Umfeld nicht sehen. Sie möchten nicht Teil davon haben. Das ist für sie zu anstrengend. Sie sind mit ihrem eigenen Leben so unglaublich beschäftigt. Sie haben einfach nicht die mentalen Kapazitäten, dass andere Menschen in ihrem Umfeld sich ändern und sich weiterentwickeln. Sie nehmen einen Schnappschuss und das bist du dann. Und wenn du davon abweichst, dann ist der Narzisst gekränkt und wütend und möchte dich wieder zurückformen, damit du die Person bist, die du sein sollst. Interessanterweise spielt hier eine ganz große Rolle. Narzissten geben sich keine Mühe, dich kennenzulernen. Es ist unmöglich, einen Schnappschuss von jemandem zu machen und oder zu nehmen und dass dieser Schnappschuss perfekt übereinstimmt mit der Persönlichkeit, die du bist. Das heißt, Narzissten werden immer versuchen, dich dazu zu zwingen und zu nötigen, jemanden zu spielen, der du eigentlich nicht bist. Das ist der Grund, weshalb man selbst immer mehr und mehr den Bezug zur eigenen Persönlichkeit verliert. Narzissten sind zutiefst gekränkt und persönlich beleidigt, wenn du einfach nur deine eigene Persönlichkeit auslebst. Auch wenn diese Persönlichkeit nichts mit Beleidigung zu tun hat, auch wenn diese Persönlichkeit nichts Böses ist, es ist einfach nur deine Persönlichkeit. Dann werden Narzissten beleidigt sein, wenn du nicht diesem Bild entsprichst, welches sie von dir haben. Und zum anderen, weshalb Narzissten immer weiter dich vergleichen mit anderen, ist, sie wollen dich verunsichern. Sie wollen, dass du keine sichere Person bist. Narzissten zerstören Selbstbewusstsein. Sie können das überhaupt nicht leiden, wenn die Menschen in ihrem Umfeld stolz sind, ein Selbstbewusstsein haben. Sie wollen, dass du probierst, ein Selbstbewusstsein zu haben, aber nicht, dass du eigentlich selbstbewusst bist, und sie werden ihr Bestes geben, dieses zu zerstören. Sie wollen tatsächlich selbstbewusste Menschen am Anfang kennenlernen, fühlen sich dazu erstmal durchaus hingezogen, dann aber wollen sie dein Selbstbewusstsein zerstören. Das ist tatsächlich ein großes Thema beim Bereich Narzissmus. Wenn man empfänglich ist für Narzissten, das heißt nicht automatisch, dass dein Selbstwert im Großen und Ganzen insgesamt zerstört ist. Das heißt, dass du bestimmte Glaubenssätze hast und anfällig bist, dass Narzissten sich reinwurmen können in dein Leben und dann dein Selbstbewusstsein zerstören können. Wenn dein Selbstbewusstsein einmal zerstört ist und du gewisse Glaubenssätze hast, die es ermöglicht, dass Narzissten sich binden können, dann gerätst du in einen Teufelskreis und wirst nur rauskommen, wenn du dir Mühe gibst und dich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt. Ein konkretes Beispiel, wie Narzissten ihren Partner mit Triangulation verunsichern, ist zum Beispiel: Mein Ex-Freund, meine Ex-Freundin war viel besser im Bett. Er oder sie konnte mich viel besser befriedigen. Er oder sie wusste einfach nur, was gut ist. Das ist sehr verletzend. Narzissten werden sehr gerne deine sexuellen Fähigkeiten in Frage stellen. Sie werden auch deine Sexualität als Ganzes bzw. dein Geschlecht in Frage stellen. Und das tritt tatsächlich interessanterweise bei Narzisstinnen häufiger auf, dass sie die Männlichkeit direkt angreifen. Narzissten, männliche Narzissten werden das auch tun, aber nicht so direkt. Sie werden ihrem Partner sagen: Früher sahst du viel besser aus. Früher hast du viel hübscher gelächelt. Du hast zugenommen. Du bist hässlich, werden sie einem tatsächlich auch direkt sagen. Insgesamt vermittelt einem Narzissten mit der Zeit,
dass man nicht hübsch ist, auch wenn sie es einem nicht direkt sagen. Das ist ein Effekt, der wird einfach passieren. Du wirst dich mit der Zeit immer unattraktiver fühlen. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Sie werden flirten mit anderen Menschen vor deinen Augen, in deiner Anwesenheit. Sie lassen sich insgesamt viel zu sehr auf das andere Geschlecht ein, und wenn du das dann ansprichst, dann bist du das Problem. Du bist zu eifersüchtig. Du hast ein Problem, was Eifersucht angeht. Sie werden so sehr dazu stehen, dass du tatsächlich glaubst, ich habe ein Problem, was Eifersucht angeht, und wirst dich selbst immer mehr zurückhalten. Narzissten werden ganz klar gewollt Eifersucht auslösen in ihrem Partner, damit sie dann sagen können, du bist so unglaublich anstrengend, ich habe keine Lust mehr darauf, du hast ein Problem, was Eifersucht angeht. Gleichzeitig sind Narzissten unglaublich eifersüchtige Menschen. Sie werden dich unglaublich terrorisieren, du weißt gar nicht, was passiert, und im Nachhinein wirst du merken, interessant, das hat er oder sie getan, weil er oder sie eifersüchtig war. Insgesamt wird im Nachhinein, 1-2 Jahre später, und wenn es eine intensive Beziehung war oder wenn es deine Eltern waren, auch noch 5 oder 10 Jahre später werden dir Sachen einfallen. Moment mal, deswegen hat er oder sie das gesagt oder das getan. Narzissmus oberflächlich zu verstehen, geht recht schnell. Das Denken eines Narzissten tiefgründig zu verstehen, braucht seine Zeit. Es ist nicht einfach. Es ist ein sehr komplexes Thema, denn es ist ein sehr gestörtes Denken. Zu einem Punkt, dass Jahre später man merkt, Moment mal, nicht ich war immer zu spät, er oder sie war immer zu spät und hat mich zu spät gemacht und mir dann vorgeworfen, ich sei immer zu spät. Kommen wir zum dritten Punkt, wie Triangulation als Manipulation aussehen kann, nämlich Narzissten werden ständig erzählen, wie toll andere Menschen sind, die unter anderem genau das Gleiche tun im Vergleich zu dir, aber sie machen es einfach viel besser und dir wird vermittelt, du bist wertlos und du kannst einfach gar nichts. Andere Menschen werden so sehr auf ein Podest gestellt. Am Anfang, in der Phase des Anhimmels, wurde man selbst auf ein Podest gestellt. Das wird dann ersetzt mit Erniedrigung und andere Menschen, fremde Menschen, werden auf ein Podest gestellt. Die Person ist ja so super. Die Person ist ja so unglaublich gut im Zeichnen. Dabei bist du leidenschaftlicher Zeichner, kannst das auch eigentlich gut, aber es kommt immer weiter Kritik vom Narzissten. Und vielleicht kommt dann sogar, du könntest vielleicht etwas von der Person lernen, obwohl die Person noch nicht so weit ist im Vergleich zu dir. Narzissten wollen einfach nicht anerkennen, dass du irgendetwas gut kannst. Du bist da, um wertlos zu sein. Du bist da, um die Emotionen, die unglaublich negativen, zerstörerischen Emotionen, die ein Narzisst sich selbst gegenüber hat, zu regulieren. Und das ist ein wichtiger Punkt. Diese Demütigung, diese Kritikpunkte, die haben nichts mit dir persönlich zu tun. Die haben nur mit dem Narzissten etwas zu tun. Nimm diese Sachen also nicht ernst und wenn es eine Möglichkeit gibt, entferne dich von der narzisstischen Person. Kommen wir nur zum vierten Punkt und es wird immer besser, nämlich das Einbeziehen anderer Menschen in einen persönlichen Streit. Andere Menschen werden direkt angesprochen, mit reingezogen. Das hat schon etwas mit Lästern zu tun in deiner Anwesenheit. Und du denkst dir, weshalb wird das jetzt gerade so kompliziert gemacht? Warum können wir das nicht hinter verschlossenen Türen wie erwachsene Menschen klären? Nein, es werden Freunde mit einbezogen, es werden die eigenen Kinder mit einbezogen. Wenn einer deiner Eltern Teil ein Narzisst ist, dann werden deine Geschwister mit einbezogen oder der andere Partner mit einbezogen. Es werden irgendwelche Menschen mit einbezogen und es ist egal, ob dadurch Freundschaften kaputt gehen, ob dadurch die Beziehung zu anderen Menschen manipuliert werden. Das ist egal. Narzissten müssen Recht behalten. Sie müssen in diesem Streit gewinnen. Oftmals driftet ein Streit ab und kommt aus dem Nichts hervor. Narzissten wollen gerne wetten. Sie lieben es zu wetten. Nicht immer, aber ist oftmals dabei. Wollen wir wetten? Das machen sie tatsächlich gerne, wenn sie zufällig genau wissen, dass sie recht haben. Sie werden ein Gespräch dahin lenken. Und dann, wenn du sagst, ja, kann gut sein, weiß ich nicht genau, ach ja, wollen wir wetten, und sie wissen, dass sie recht haben, weil sie das gestern in einem Zeitungsartikel gelesen haben. Und du wirst dann so dargestellt in eine sehr seltsame Position, als ob ihr jetzt gegeneinander verfeindet seid und er möchte auf jeden Fall wetten. Wenn du aber zufällig weißt, dass du recht hast, dann gerät der Narzisst in Panik, wenn er merkt, oh je, er hat sich jetzt selbst in eine Ecke gedrängt, er wollte unbedingt wetten oder sie.
aber du hast recht. Und dann wird gelogen, dann wird gesagt, nein, wir haben nicht das gewettet, was stimmt mit dir nicht. Du willst das jetzt so hindrehen, als ob du die Wette gewinnst, obwohl du weißt, du verlierst gerade die Wette und deswegen willst du das verdrehen. Und das ist zum Beispiel Schuldumkehr. Es wird genau dir das vorgeworfen, was der Narzisst in dem Moment auch sogar selbst tut. Schuldumkehr muss nicht immer im Moment sein, kann auch insgesamt sein. Zum Beispiel, du lügst unglaublich gerne, du stellst dich immer dumm. Das stimmt einfach nicht. Das macht er oder sie selbst. Kommen wir zum fünften Punkt. Das ist eine Erweiterung vom vierten Punkt, beziehungsweise spielt damit ein bisschen mit rein, nämlich lästern. Sie werden Lügen erzählen. Sie werden Schmierenkampagnen starten. Sie wollen einfach nur als die überlegene Person dastehen. Sie wollen, dass du dich entschuldigst und wieder angekrochen kommst und einfach nur aufhörst, anstrengend zu sein. Weshalb musst du eine eigene Persönlichkeit haben? Was soll das eigentlich? Sag doch einfach, dass dein Lieblingsfilm einfach auch mein Lieblingsfilm ist. Und dann ist auch alles wieder gut. Es kann so schön sein, wenn du einfach nur richtig funktionieren würdest. Somit kommen wir zu dem sechsten Punkt und das ist ein sehr, sehr trauriger Punkt. Nämlich, ich habe im letzten Punkt aufgegriffen, wie eine Trennung von einem Narzissten aussieht. Was hier nochmal hinzukommt oder hinzukommen kann, wenn es vor allem bei Familiendynamiken ist, dass wenn du dich entfernst, nehmen wir ein Beispiel, dein Vater hat die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Du entfernst dich, du kannst einfach nicht mehr weiter. Deine Mutter wird so unglaublich sehr unter Druck gesetzt. Er ist so unglaublich fies, zerstörerisch und gemein zu ihr. Er zerstört ihr Selbstbewusstsein. Er macht ihr Leben zu einer Hölle auf Erden, damit du aufhörst und den Kontakt zu ihm wieder aufbaust. Das ist eine so unglaublich verwerfliche Vorgehensweise. Es ist aber tatsächlich sehr effektiv. Sollte das der Fall sein, bei dir, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, da ist das Beste, dann in dem Beispiel deiner Mutter zu sagen, ich will das nicht, aber es ist auch dein Leben, es ist deine Verantwortung, das Wohlbefinden für dein Leben in deine eigenen Hände zu nehmen. Und auch wenn das bedeutet, dich zu trennen, ich kann das nicht für dich tun. Ich muss mich schützen. Lass dich also nicht darauf ein. Es ist eine unglaublich fiese Taktik, denn du siehst, wie unglaublich dann in dem Beispiel deine Mutter leidet. Und du weißt, alles, was ich tun müsste, ist, den Kontakt zu meinem Vater wieder aufbauen und richtig zu funktionieren. Und du weißt aber auch, dass dein Leben enorm leiden wird dabei. Ich möchte hier noch einmal kurz betonen, es geht hier um die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Persönlichkeitsstörung für die Menschen im Umfeld. Ja, manche Narzissten sind auch sehr instabil zu einem Punkt, dass sie selbstmordgefährdet sind. Viele Narzissten sind durchaus sehr stabil, indem dass sie eigentlich sehr instabil sind, aber es irgendwie schaffen, in ihrer Zerstörung immer weiterzumachen. Es ist das Umfeld, was unglaublich leidet und Selbstmordgedanken bekommt und auch manchmal in den Selbstmord getrieben wird. Selbst dann wird der Narzisst dann den Tod seines Kindes oder ihres Kindes nehmen, um Mitleid von den Nachbarn zu bekommen. Es geht immer um den Narzissten. Sie haben keine wahre Persönlichkeit. Sie müssen dieses Schauspiel immer weiter aufrechterhalten. Sie haben dieses Schauspiel jetzt seit 10, 20, 30 Jahren, seit ihrer Kindheit aufrechterhalten. Sie können nicht ohne weiteres aufhören damit. In schlimmen Fällen, du kannst der Person nicht helfen. Du kannst die Person auch nicht erreichen. Verschwende nicht die Zeit, um herauszufinden, wie kann ich meine Sätze so formulieren, dass er es einfach verstehen muss. Er muss es gar nicht sagen. Ich sehe einfach nur in seinen Augen, er versteht endlich, was ich meine. Das wird nicht passieren. Du kannst dir gerne diese Gedanken ausmalen und abspielen lassen, dass du den Narzissten vielleicht sogar packst und sagst, bitte hör mir doch einmal zu. Was wird passieren? Der Narzisst wird nicht zuhören. Er kann es einfach nicht ernst nehmen. Und das Traurige ist, genau dann, wenn Narzissten verstehen, was du meinst, genau dann können sie so unglaublich gut nicht verstehen, was du meinst. Das heißt, sie haben schon lange verstanden,
worauf du eigentlich hinaus möchtest. Und genau deswegen werden sie niemals ehrlich drauf eingehen. Der wahre Kern, tiefgründig wissen sie sehr genau, was passiert, beziehungsweise sehr viel davon, aber sie verdrängen es, sodass sie oberflächlich gesehen, bewusst gesprochen, wissen sie es einfach nicht. Sie verdrängen es komplett. Es ist eine Persönlichkeitsstörung. Es ist eine tiefgreifende Störung der Persönlichkeit und die Menschen im Umfeld leiden extrem. Wenn dir das also bekannt vorkommt, dann kann ich dir nur ans Herz legen, zieh dich zurück. Kreiere einen Raum, wo du Platz hast für dich selbst, wo du Zeit hast nachzudenken, wo er nicht immer weiter reingrätscht. Und wenn er das nicht zulassen möchte, und das werden Narzissten tun, sie wollen das nicht zulassen, dass du reflektieren kannst, denn sie wissen schon, dass du dann wahrscheinlich gehen wirst. Nimm dir diese Zeit und in schlimmen Fällen brich den Kontakt ab. Das ist in schlimmen Fällen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung das Einzige, was funktioniert, und du hältst sonst dein eigenes Leben zurück. Du musst kein Mitleid haben für den Narzissten. Er hätte so viele oder sie hätte so viele Möglichkeiten gehabt, dass es wieder besser wird. Aber sie missbrauchen die Hilfe anderer Menschen. Man kommt immer weiter auf die Person zu, man möchte helfen, aber sie nehmen diese Hilfe nicht ehrlich an, sondern werden es verschwenden. Das kann man bildlich sich so vorstellen. Narzissten sind am Rand einer Klippe. Sie halten gerade so mit ihren Armen fest. Sie halten ihren einen Arm raus. Bitte, bitte hilf mir. Man wird ihnen helfen, man wird sie hochziehen, aber anstatt dass man sie hochzieht, sie werden dich runterziehen. Du wirst dich wieder rausarbeiten und dann werden sie wieder sagen, bitte hilf mir um Gottes Willen. Nach 3-4 Malen hat man einfach keine Lust mehr. Und es ist interessant, dass man am Anfang sehr, sehr viel Mitleid tatsächlich hat oder Mitgefühl für Narzissten, aber irgendwann ist es einfach nur weg. Irgendwann kann man einfach nicht mehr. Und es ist dann die Zeit gekommen, sich selbst zu schützen. Wenn du wissen willst, wie genau du da am besten vorgehst, weshalb der Kontaktabbruch so essentiell ist in Extremfällen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung und was du einem Narzissten dabei signalisierst beim Kontaktabbruch, dann schau dir gerne dieses Video an. Da gehe ich im Detail darauf ein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen, über einen Kommentar. Schreib gerne Algorithmus, einfach nur für den Algorithmus, damit das Video weiterempfohlen wird, und abonniere gerne diesen Kanal. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Bleib stark und bis zum nächsten Mal.